Dies ist eine Gleichung sechsten Grades mit der unbekannten x. Dieses x hoch 6 schreiben wir jetzt um in die Form x hoch 3 im Quadrat. Und so erkennen wir, dass die unbekannte x nur in dieser Form x hoch 3 auftritt. Deshalb stellen wir x hoch 3 gleich y und ersetzen in dieser Gleichung x hoch 3 da und da durch y. Und somit stoßen wir auf diese Gleichung zweiten Grades in y. Daher der Titel Gleichung zweiten Grades und hier sind die entsprechenden Auflösungsformen aufgelistet. A ist hier 8, B ist hier minus 63 und C ist hier minus 8. Also können wir die Diskriminante Delta berechnen. Durch b² minus 4ac, in unserem Beispiel ergibt das also minus 63 im Quadrat minus 4 mal 8 mal minus 8 und nach Ausrechnen finden wir 4225. Dieses Delta ist streng positiv, also sind wir im dritten Fall und finden als y-Lösungen minus b plus minus Quadratwurzel von Delta geteilt durch 2a. Das heißt hier minus minus 63 plus oder minus die Quadratwurzel von diesem Delta geteilt durch 2 mal 8. Somit erhalten wir also diese zwei Rechnungen. 63 plus minus 65 geteilt durch 16. Zerlegen wir das also jetzt in zwei Rechnungen. Zuerst mit plus. 63 plus 65, das macht 128. Und 128 geteilt durch 16, das macht 8. Jetzt mit minus. 63 minus 65, das macht minus 2. Geteilt durch 16, das macht minus 1 Achtel. Aber Vorsicht, die Übung ist nicht beendet. Wir haben hier y-Werte gefunden, es wurden aber x-Werte gefragt. Also nicht vergessen, back to x. Wir haben zwei Fälle für y. Wenn y 8 ist, dann bedeutet das, dass x hoch 3 8 ist, also muss x 2 sein. Wenn man einen Würfel an die andere Seite vom Ist-Zeichen setzt, dann wird das nicht zu Plus-Minus-Kubikwurzel, sondern zu Kubikwurzel. Zweiter Fall, wenn y minus 1 Achtel ist, dann bedeutet das, dass x hoch 3 minus 1 Achtel ist. Jetzt setzen wir den Würfel rüber als Kubikwurzel und die Kubikwurzel von minus 1 Achtel, das macht minus 1 Halbes. Jetzt haben wir also zwei mögliche x-Werte gefunden, die wir in die Lösungsmenge hineinstecken. Und so sehen wir, dass wir durch die Gleichung zweiten Grades sogar fähig sind, gewisse Gleichungen sechsten Grades zu lösen. Diese Übung ist hiermit beendet.